Lieben, ihr seht, ich bin nicht alleine. Ich habe einen sehr coolen Gast bei mir, die liebe Aynur. Sie kocht vor allen Dingen wahnsinnig gut türkische Rezepte. Und deshalb machen wir heute ein türkisches Rezept. Fladenbrot ohne Hefe. Genau. Und ohne Backpulver. Und ohne Backpulver. Genau. Dafür braucht ihr Folgendes. Mehl, Butter, Milch. Eier, Zucker und Salz. Und Sesam. Wir brauchen die Butter im weichen Zustand, deshalb kommt sie jetzt in die Pfanne rein. Während die liebe Hanne die Butter schmelzen lässt, werde ich dann einfach das Mehl in die Schüssel hineingeben. Ach, so machst du das mit den Eiern, okay. Ja, und wie machst du das? Schade. Wenn du zwei Eier hast, ist das natürlich praktischer dann. Ja, super. So, dann kommt 40 Gramm Zucker rein. Du machst das auch sehr nach Gefühl. Alles nach Gefühl. So, Salz. Jetzt kommt die Butter rein. Ja. Da musst du aufpassen, ja, die ist noch heiß. Genau, die ist heiß, deswegen, eigentlich hätten wir das einfach mal auskühlen lassen sollen, aber wir haben jetzt keine Zeit. Nein, das muss schnell gehen, wir haben Hunger. Genau, wir haben Hunger, deswegen machen wir das jetzt einfach. Aber eine Idee habe ich, wir können ja gleich die Milch hineingeben, weil okay. Die Milch ist sehr kalt. Mach gerne, du hast schon ein bisschen schmutzige Finger. Also ich mache mein Fladenbrot nur mit Backpulver oder Hefe. Hefe ist immer gut. Also noch nie ohne Hefe gebacken, aber bin aber auch gespannt. Ja, es wird bestimmt funktionieren. Jetzt kommt wieder ein bisschen Butter dazu, genau. Es wird alles ich bin da immer vorsichtig mit Mehl und mit Milch, weil ich immer nicht weiß, je nach Mehlsorte kann es sich unterscheiden, kann zu viel oder zu wenig sein. Deswegen mache ich das immer nach Gefühl und immer nach und nach. Ja, ja, genau. Ne? Das geht mir auch so. Also man muss halt gucken, man sollte sich nicht immer zu streng an die Mengenangaben halten. Nein, genau. Weil es gibt unterschiedliche Mehlsorten. Ja, genau, Ei wiegt ja auch immer unterschiedlich. Unterschiedliche Eiergrößen, ganz genau. Genau, das reicht zum Beispiel. Das wäre dann zu viel. Also wir bemehlen jetzt mal die Arbeitsfläche. Ja. Da kommen dann unsere Teigklumpen drauf. Genau. Also ich nehme das dann immer so dass das dann auch gefüllt ist, so richtig. Ja. Und dann einfach hier... Dann hast du immer die gleiche Größe. Ist es okay, wenn wir jetzt die kleinere nehmen? Ja, ist egal. Funktioniert trotzdem. Ja, aber sonst, okay. So kannst du dann, du musst nicht abwiegen. Oh, so und wir haben natürlich festgestellt, dass die liebe Hanna keine Teigrolle hat. Jetzt haben wir uns einfach eins gebastelt. Gebastelt, genau. Damit werden wir dann unsere Fladenbrote einfach ausrollen. Ja. Ich drehe das einmal nochmal um, damit das auch bemehlt ist. Bemehlt, ne? Ist richtig. Und dann einfach ausrollen. So, und dann könnt ihr einfach das überflüssige Mehl ist ja auch schön. Abmachen und dann kommt das auf und dann... Kuchentellergröße. Ich bestreiche jetzt noch jedes Fladenbrot mit Wasser. Und jetzt fehlt natürlich noch die wichtigste Zutat, ne? Sesam. Klein, aber wichtig. Und den streue ich jetzt über jedes Fladenbrot und das sagt Aynur, aber reichlich, reichlich, also ganz großzügig. Also wenn ich Fladenbrot backe, also nehme ich Fladenbrot und Schwarzkümmel, das ist auch sehr wichtig. Du nimmst Sesam und Schwarzkümmel. Und Schwarzkümmel, mit Schwarzkümmel schmeckt das auch richtig lecker. Und ab damit in den Ofen, bei 180 Grad backen die jetzt ungefähr 25 Minuten. Oh, wow. Die sehen ja richtig lecker aus. Oh, sehen die gut aus. Übrigens schmecken diese Fladenbrote verdammt gut mit dem Dip, den wir auf Aynurs Kanal gemacht haben. So sieht der aus und wie der geht, das seht ihr in ihrem Video. Es wird jetzt Fladenbrot mit Dip probiert. Aynur ist mir schon voraus. Lecker. Richtig lecker. Schmatz, schmatz. Fladenbrot ist ja relativ neutral in meinem Geschmack. Ne? Deswegen ist es mit so einem scharfen, würzigen Knoblauch-Dip super gut in der Kombination, finde ich. Super. Und das kann man mit Käse könnte man es auch noch essen. Oder jetzt einfach noch ein Gläschen Wein dazu, würde ich sagen. Ne? Ja. Perfekt. Ich trinke kein Alkohol. Ein Glas alkoholfreier Wein dazu. Genau, das können wir machen. Oder Kindersekt. Unbedingt nachmachen, Leute. Es ist der Hammer. Muah, sag ich nur. Schön, dass du da warst, Aynur. Schaut bei ihr vorbei. Ja. Und wir freuen uns aufs nächste Mal mit euch. Genau. Bussi, baba. Tschüss.